Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur neuen Review der aktuellen Folge IQ. Wir fangen damit an, dass Daichis Wecker klingelt, warum auch immer, mit einem Hundebellen und er zur Volleyballhalle rennt. Aber es ist eine Basketballhalle und die Leute drinnen sagen zu ihm, beziehungsweise seine Kollegen, also er kennt ihr, sagen zu ihm, dass er der Einzige aus dem Volleyballteam ist und er ist komplett irritiert und wacht danach auf und meint, dass es ein ganz, ganz übler Traum war. Danach geht Daichi, Asahi und Suga zum Neujahrsschrein und treffen sich da noch mit Shimizu. Also sie buchen zum ersten Mal zusammen den Schrein zum Neujahr. Danach wollen sie Glückslose kaufen, aber Asahi machen diese traurig, weil er meint, dass er meistens Pech hat und dann sowieso viel zu sehr dran glaubt. Er bekommt Unglück und die anderen machen sich dann über ihn lustig. Daichi sagt dann, als sie gehen, dass man sich ja beim Schrein eher bedankt für das, was man hat oder bekommen hat, als sich etwas zu wünschen. Und Shimizu erwähnt dann, dass sie sich wünschen können, was sie wollen. Die Götter werden ihnen doch sowieso nicht helfen, das Spiel zu gewinnen. Aber sagt dann auch, dass sie es so schaffen und auch gar keine Hilfe von den Göttern benötigen. Dann freuen sie sich und vor allen Dingen Shimizu grinst dann richtig, richtig. Ja, das war schon eine richtig coole Szene. Als nächstes sieht man Kageyama joggen. Er bekommt eine Nachricht von Hidata, der schreibt, dass er mit Yamaguchi Glück wünschen will für die Mannschaft und ob er mitkommt. Und er antwortet mit, nee, lass mal. Das war eine richtig lustige Szene, wenn man dann sieht, wie Hinata das Handy auf sein Bett schmeißt. Das war schon lustig. Ja, danach kommen halt Szenen, in denen man sieht, was alle machen. Ja, war halt so eine Übergangsszene. Daichi geht dann zur Volleyballhalle, um sich zu versichern, dass es doch nur ein Traum war und hört dort Stimmen und sieht dann halt Hinata, Kageyama, Nishinoya, Tanaka, wie sie Holzschläger und Drache spielen. Und Daichi sagt dann, sie sollen nach Hause gehen und sich gefälligst ausruhen und sich hier draußen rumspielen, nicht dass sie sich erkälten. Ja, danach läuft Daichi durch die Stadt und trifft Ikijiri, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Diese unterhalten sich dann über das Finale im Fernsehen, das er gesehen hat, und meinte dann zu Daichi, dass es doch eigentlich schon reicht, dass sie im Finale gegen die Shira Torizawa gewonnen haben und sich qualifiziert haben, das reicht doch eigentlich schon. Sagt danach aber auch, dass sie sich ja anstrengen sollen, bloß nicht verlieren sollen, weil alle im Fernsehen mitfiebern werden. Und der Gesichtsausdruck von Daichi, ich dachte mir so, what the hell? Wieso? Warum? Ja. Dann lacht Daichi und sagt, dass er recht hat und er braucht sich gar nicht so viele Gedanken zu machen, denn er ist ja nicht alleine. Danach ist Tag der Abfahrt und man sieht während der Fahrt den echten Skytree. Ja, diesmal wirklich der echte. Und Daichi sagt, dass sie sich ja im Hotel benehmen sollen und der Gesichtsausdruck, wie sie immer Angst vor Daichi haben, ist schon, war auch wieder lustig. Tanaka wechselt dann das Hotel und meint in dem anderen, also in dem sie dann wirklich sind, dass es da drin spukt. Und sie wollen es sich auch ansehen, aber haben dann wieder Angst vor Daichi, weil er meint, dass sie sich ja benehmen sollen. Ja, danach ist Training. Und nach dem Training hat Uka was für sie vorbereitet. Und zwar ein Video mit den besten Spielszenen von jedem. Also das hieß, ich bin krass Video. Sie sollen dadurch durch die Bilder und die Musik sich besser die Spielmanöver einprägen. Ja. Und Daichi hat dann noch ein Treffen mit Herrn Takeda und den Managern. Und Enoshita soll auf die, in Anführungsstrichen, Problemkinder aufpassen, also Kageyama, Hinata, etc. Kageyama will dann eine Runde laufen gehen und Hinata will natürlich auch mit, aber Enoshita sagt dann, dass es nicht geht, weil er soll auf sie aufpassen und er denkt sich, dass er sie doch vielleicht gehen lassen sollte, weil wenn sie nicht ausgepowert sind, können sie dann nicht schlafen und das wäre schlecht für morgen, weil er morgen das Frühlingsturnier anfängt und will dann Tsuki als Babysitter herschicken, der natürlich dann meint, dass er sowieso nicht mithalten könnte und dass es doch Unsinn wäre, aber Enoshita kümmert sich dann darum, dass er ein Fahrrad bekommt, also er fragt so eine alte Frau, ob sie ihm eins leiht, also man sieht das nicht, aber man sieht dann, wie er das Fahrrad bekommt halt, das war echt lustig und Tsuki unterhält sich dann mit Kageyama und Hinata und sagt ja, dass er bestimmt, wenn sie wieder zurückfahren sind, lässt er sie an irgendeinem abgelegenen Ort zurück, weil sie finden ja sowieso nicht zurück. Ja, dann sieht man nochmal als Übergang, wie sich der Rest der Mannschaft die Videos angucken, beziehungsweise Sugawara macht Hausaufgaben oder einfach Stuff für die Schule, wie jeden Abend, meinte er. Genau, Tanaka und Nishinoya sind dann unruhig, weil Shimizu baden ist und ihre Gedanken über Shimizu, was sie gerade macht, verdrängen die Gedanken aus dem Video.
Das war auch wieder einfach Tanaka und Ishinoya. Ja, Yachi badet dann mit Shimizu und sie will sich mit Shimizu unterhalten und fragt dann, warum sie im Sommer schwarze Strumpfhosen anhat, obwohl es doch so warm ist, und entschuldigt sich dann gleich und rennt einfach weg. So, wow, warum? Und Shimizu sagt dann, dass sie sehr viele Narben an den Beinen hat. An den Armen hat sie nicht mehr so viel, hat sie nicht viele, und das liegt daran, dass sie damals Hürdenlauf gemacht hat und sich da wo verletzt hat, weil Hürdenlauf ist actually schwer. Und ja, Shimizu freut sich dann, endlich mit jemandem so offen sprechen zu können, weil sie vorher nie die Chance hatte, weil es halt keine anderen Manager gab aus ihrem Jahrgang. Ja, und sagt dann noch zu Yachi, dass das Team auf jeden Fall morgen gewinnt und sie sich danach auf jeden Fall wieder hier treffen wollen. Genau, jetzt startet das Frühlingsturnier. Jetzt kommt wieder so eine lustige Szene. Hinata merkt an, dass der kleine Titan genau hier war, und Kageyama erwidert dann gleich, dass es nicht hier war, also dass es nicht hier war, sondern in Yoyogi. Ja, typisch Kageyama, der alte Klugscheißer. Ja, danach wird Hinata geschubst und schubst dann auszusehen die Shinoya. Und jetzt die Szene, das ist einfach die Szene, die sich jeder Mann wünscht. Einfach true. Ich lasse jetzt mal durchlaufen und sag danach noch was. Ja, genau, er wurde natürlich leider, in Anführungsstrichen, aufgefangen. Und Tanaka kennt das Mädchen, und zwar ist es Kanoka. Und sie kennen sich seit der Grundschule, 4. Klasse müsste es gewesen sein. Genau, und danach fällt ihm auf, dass sie, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, reif geworden ist. Also ich denke mal, ihr könnt euch schon denken, was damit gemeint ist. Und er erstarrt dann. Ja, Kageyama trifft Komori, also der Kollege von Sakusa, der laut Nishinoya der beste Libero der Oberschule ist, also laut Volleyball-Magazin, sagt Nishinoya. Er fragt dann, wo Sakusa ist, und ja, der versteckt sich in der Ecke, weil er Menschen hasst. Man kennt ihn. Hinata trifft dann Bokuto und Akashi. Das war auch eine richtig krasse Szene, die beiden auch wieder zu sehen. Und vor allem dann mit dem neuen Zeichenstil, sieht einfach zu krass aus. Ja, und die unterhalten sich dann kurz, und wie er zu Kishima ruft. Alter, ich musste so lachen, er sieht so lustig aus. Ich werde es euch auch nochmal jetzt einblenden. Ja, genau, danach sieht man dann noch Asahi, Suga und Daichi, die auf Nekoma treffen. Also Nekoma kommt zu ihnen gelaufen. Ja, und die unterhalten sich auch nochmal kurz. Also nichts Wichtiges jetzt, und danach geht's los. Das sah so krass aus, wie die ganze Mannschaft mit ihren Flaggen in das, sag ich jetzt mal, Stadion, also in die große Halle reinmarschieren. Das war einfach zu krass mit der Musik dann vom Opening, halt mit den Instrumenten richtig gespielt, ohne jetzt irgendwas anderes. Ja, und dann beendet Kageyama die Folge mit, dass es losgeht, also es geht los, und Hinata antwortet darauf, die Schlacht des orangenen Feldes. Genau, das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich habe gelesen bei Twitter, dass die nächste Folge wohl richtig, richtig gut sein soll wieder. Beziehungsweise die Folge fand ich jetzt auch richtig gut. Vor allen Dingen war auch wieder mal viel Comedy-Aspekt mit dabei. Und ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Ich will mit der Woche, denke ich mal Mittwoch, ein Video uploaden. Wird was mit Anime-Manga-Merchandise von mir zu tun haben. Und noch eine kleine andere Überraschung werdet ihr dann am Mittwoch sehen. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen beim Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über jeden Daumen nach oben freuen, über jedes Abo, über jeden Kommentar. Und ja, damit bin ich raus und ciao.